verstehen. Ausgewechselt und seine Mannschaft noch im Rückstand. Rapid findet einfach keinen Rhythmus, bedingt durch eigene Schwächen, vor allem aber auch bedingt durch das nach wie vor sehr konsequent durchgehaltene Vorchecking, gute Vorchecking der Salzburger. Fehler hier von Pivanić, Jančula, und das müsste die Vorentscheidung in diesem Spiel sein. Ein unglaublicher Abwehrfehler in der Rapid-Abwehr. Und Jančula erzielt das 2:0 in der 63. Spielminute und Jubel auch bei Torhütertrainer Rettensteiner auf der Salzburger Bank. Jubel bei den Fans. 63. Minute. 2:0 für Casino Salzburg. Hier noch einmal. Wieder drei Rapid-Spieler um den Ball. Ein Rückpass per Kopf von Pivanić, der den Ball nicht genau getroffen hat, und Salzburg führt durch Jančula 2:0. Das müsste eigentlich die Entscheidung in diesem Spiel sein. Rapid völlig aus dem Rhythmus, völlig von der Rolle, mit vielen, vielen Fehlern. Die Krönung dieser Fehler zum 0:2 aus der Sicht der Grün-Weißen. Konsel kommt hier heraus. Aber Jančula schupft den Ball geschickt über den Rapid-Torhüter. Salzburger Fans singen schon, wir werden Meister, und das bis jetzt zu Recht. Stumpf.